Neuer Shop in ganz genau 8 Sekunden. Vergesst aber nicht, wie gewohnt, davor zu liken und natürlich auch gerne zu abonnieren. Danke für euren Support. 2-1-0. Heute sollen übrigens spezielle Skins wieder zurückkommen. Ich glaube, darauf haben echt viele gewartet. Let's go ganz nach oben. Genau, die sind wieder zurück. Fußball-Ikonen. Ich glaube, das ist schon echt, ist eine lange Zeit her, dass die nicht mehr im Shop da waren. Ansonsten der restliche Shop. No-Skins sind wieder am Start. Sind zwar coole Skins, aber No-Skins haben wir schon echt oft gesehen. Der Rest im Shop bleibt fast komplett gleich. Schauen wir uns mal diese Skins an. Also das Bundle 2300 V-Bucks. Ja, Kane gefällt mir somit am besten. Ich muss sagen, Marco Reus fühle ich irgendwie gar nicht, aber der ist nicht schlecht. Vor allem das Backpack, das erinnert mich mega an den OG Galaxy Skin. Das Backpack sieht fast genauso aus. Fast. Sehr cool. Marco Reus, muss ich sagen, fühle ich halt absolut nicht. Ich weiß nicht wieso, er sieht da übelst alt aus, aber fühle ich nicht, fühle ich nicht. Das passende Rückenteil dazu, ja, fühle ich auch nicht. Da ist zwar ein Ball drin, aber auch unspektakulär. Integriertes Emote. Das ist okay, das kann man machen. Das ist für Kane und das ist für Reus. Ist in Ordnung, ist einigermaßen okay. Und falls ihr übrigens meinen Zweitkanal noch nicht kennt, dann checkt den gerne ab. Fairgeist, Kuss geht übrigens raus für die 3000 Abos. Falls ihr den nicht kennt, gerne, gerne abonnieren. Kuss geht auf jeden Fall raus. Alles einzeln kaufbar. 1,6, 1,6, ist okay, ist okay. Dann haben wir hier, ich schaue gleich mal nach, wie selten das ganze Zeug ist. Ich glaube, das ist ein bisschen selten gewesen. Schimmer an, Schimmer aus. Die Skins haben wir schon so oft im Shop gesehen. Nichts Krasses. Den fühle ich auch absolut nicht. Das Einzige, was ich fühle aus dem Paket, sind definitiv die anderen Dinge. Und zwar nicht das Backpack, auf gar keinen Fall. Ist passend zum Skin, aber fühle ich nicht. Das ist nice. Sound. Sound ist okay, aber der Gleiter ist cool. Aber das Beste kommt natürlich zum Schluss, die Spitzhacke. Die ist ultra nice. Die ist cool. Sound ist zwar minimal nicht so stabil, aber Aussehen ist cool. 1,5 einzeln, 1,5 und 800 perfekt, 800 perfekt, 500 erst recht perfekt. Okay, vorletzter Bereich von heute. Taxifahrer Ben ist ein Ehrenbruder Ben. Ein Benny Boy muss man sich gefühlt immer holen. Finde ich ultra nice. Die hier, Sina, okay, lass ich mal kurz durchlaufen, die Stile. Ich guck mal eben nach, ob wir nicht was Seltenes im Shop haben. Ja, okay, die waren jetzt nicht so selten. Die Fußballskins oben 335 Tage und der restliche Shop ist hiermit auch dann unspektakulär. Passendes Rückenteil fühle ich nicht. Spitzhacke, das ist eigentlich eine Halloween-Spitzhacke, aber kein Plan, was sie hier wieder macht. Aber trotzdem coole Spitzhacke. Adler, stolze 41 Tage alt. Das ist doch heftig. Ultra selten natürlich. Das hier, stark, ultra heftige, seltene 34 Tage alt. Vorbewegung synchron, ist okay. Abfeiern, übelst nice, auch stolze 32 ultra seltene Tage alt. Also wir haben heute echt sehr, sehr viel Seltenes im Shop natürlich. Die ganzen No-Skins, die waren, wow, 32 Tage, ultra selten natürlich. Ja, sind alle cool. Ich weiß nicht, die No-Skins fühle ich halt alle sehr. Außer bei den männlichen Varianten, da fühle ich ehrlich gesagt nur den ehrenhaften Ben. Die restlichen fühle ich nicht. Alles einzeln kaufbar, immer 800 Spitzhacke. Ist auch nicht schlecht. Sound ist cool. Und der Gleiter, ich muss ehrlich sagen, den muss man jetzt nicht unbedingt kaufen. Ansonsten gerne, gerne mein CC benutzen. Kuss geht raus und das war's dann auch hier schon mit dem kurzen Shop-Video.